Was für nette zwei Herren, muss man ja sagen. Wir haben jetzt hier den Seppi und den Tim. Herzlich willkommen bei unserer Pressekonferenz heute hier zu Zeppelin. Und Sie spielen den Zeppelin, den Grafen. Das ist eine sehr beeindruckende Rolle, wie ich finde. Vielen Dank, liebe Gabi. Das ist der Zeppelin sozusagen. Also er heißt eigentlich Seppi, aber ich dachte, aus aktuellem Anlass sagen wir Zeppelin. Ich bin der Tim. Wir sind zwei Vagabunden und wohnen deswegen hier direkt gegenüber vom Festspielhaus zurzeit in meinem Wohnmobil. Das ist schon mal eine wunderschöne Zeit, die wir hier verbringen dürfen. Und da bin ich dem Ralf Siegel sehr dankbar, denn ohne ihn wäre das alles nicht möglich und natürlich auch ohne das Team vom Festspielhaus hier. Und heute in unserer Presseaufführung haben wir zum Glück merken können, dass wir schon auf einem, ich klopfe auf Holz, ganz guten Weg uns wähnen dürfen. Und der Graf hat ganz tolle Lieder eigentlich. Ja, also sehr beeindruckend, diese Szene, wie er im Rollstuhl sitzt. Das ist so, absolut, geht ins Herz, oder? Absolut. Also ich versuche da auch immer sehr viel Seele reinfließen zu lassen. Unsere Janet, die hat, würde ich mal so sagen, das Rollencoaching noch weiter geprägt. Und ich, wir haben da teilweise auch echt Tränen vergossen. Da stehe ich auch offen dazu, denn wenn man sich auf die Reise einlässt, und das ist immer mein Ziel, wenn ich auf der Bühne bin, ehrlich und authentisch zu sein, dann geht die auch mal tiefer. Und deswegen bin ich so manches persönliches kleines Trauma auch froh. Aber jetzt mal ganz im Ernst gesprochen, also natürlich ist es schön, wenn man eigene Erfahrungen hat, die man einfließen lassen kann. Und jetzt wieder mit dem Sigmar Solbach die Bühne teilen zu dürfen, wir kennen uns schon seit bald 30 Jahren, hat er mir neulich gesagt. Und ich sagte, hey Sigmar, so alt sind wir beide doch gar nicht. Also es ist einfach schön, hier Teil des Teams zu sein, nur gemeinsam geht's. Sie sind ja Sänger bei der Münchner Freiheit, da erzählt man in so 3,5 Minuten eine Geschichte mit einem Song. Hier geht es circa 2 Stunden, schätzen wir mal, um eine Geschichte. Macht das auch Spaß, so in dieser epischen Breite was zu erzählen? Also liebe Gabi, Sie können mich gerne duzen, aber für alle Zuseherinnen und Zuseher, ich sage auch gerne Sie zu Ihnen zu Hause, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seppi und ich freuen uns generell, unterwegs sein zu dürfen, in Gegenden, wo andere Menschen Urlaub machen, quasi arbeiten zu dürfen. Ich sage deswegen quasi einschränkend dazu, denn für mich ist es nach wie vor zum Glück immer noch ein großer Spaß. Der größte Spaß, das Publikum zu unterhalten, das ist das, weshalb ich zu einem ganz großen Teil auf der Bühne stehe. Natürlich sagen jetzt vielleicht manche Zuseherinnen und Zuseher, ja, das erzählt er doch nur, das ist ja sein Job, der muss Geld. Natürlich, wir alle müssen Geld verdienen. Aber das, was mir speziell in der Corona-Zeit am allermeisten gefehlt hat, war die Interaktion mit dem Publikum, war das, mich mit den Menschen, die uns allen erst ermöglichen, dass wir auf der Bühne unsere Träume leben, uns auf eine Reise, auf eine gemeinsame Reise zu begeben. Und das ist in verschiedenen Kontexten möglich. Natürlich mit der Band und ich. Mein Herz schlägt für die Freiheit. Ich liebe meine Jungs im übertragenen Sinne, also so wie Männer sich halt mögen, so untereinander, so eine richtige, wie im Fußballverein, wie das fliegende Klassenzimmer. Also ich vermisse die auch, das sage ich ganz offen. Aber trotzdem ist es auch schön, wenn wir gerade nicht mit der Band unterwegs sind, andere Dinge tun zu dürfen. Man lernt ja auch nie aus. Also ich finde, das ist alles auch immer ein großes Lernen, ein großes Weiterentwickeln. Und deswegen bin ich um all die Projekte, die ich sonst machen darf, dankbar. Um mit einem großen Hit zu sprechen, solange man Träume noch leben kann. Hast du es vollkommen auf den Punkt gebracht. Und manche sagen ja auch, solange man halbe noch heben kann. Deswegen gehen wir jetzt zurück in den Biergarten, oder? Machen wir! Prost! Danke! Dankeschön!